Klaus Kinski ist eine absolute Ikone in der deutschen Schauspielgeschichte. Er war vor allem in Schurkenrollen zu sehen und für seine besondere Darstellung von psychopathischen und getriebenen Figuren bekannt. Am 23. November 1991 ist er mit 65 Jahren plötzlich verstorben. Klaus Kinski war international berühmt und verbrachte die letzten Jahre seines Lebens in Kalifornien. Auf seinem dortigen Anwesen in Lagunitas Forest Knolls verstarb er vor über 30 Jahren eines natürlichen Todes. Die New York Times zitierte damals eine Sprecherin des amtlichen Leichenbeschauers von Marin County, die die Todesursache bekannt gab. Die vorläufigen Ergebnisse der Autopsie legen nahe, dass Herr Kinski offenbar eines natürlichen Todes infolge eines Herzleidens starb. Es war höchstwahrscheinlich ein Herzinfarkt, der Klaus Kinski das Leben kostete. Eine Beerdigung gab es anschließend nicht. Stattdessen wurde, seinem Wunsch zufolge, sein Leichnam verbrannt und seine Asche vor der Küste von San Francisco in den Pazifik gestreut.